in der heutigen Folge Real Farming LS19 werde die Aufdeckung Felder Land. Wir müssen jetzt mal rüber und den Tankanhänger holen, weil der Tank vom Manitou ist absolut ratzeputz leer. Das heißt, wir müssen den Tankanhänger holen und erstmal den Manitou auftanken, damit der Jürgen dann auch gleich, wenn er zurück ist im Wald, weiter Paletten aufladen kann, weil sonst gehen uns 90.000 Euro flogen. Das wäre natürlich nicht so toll. Darum spüren wir uns. Und wenn wir das erledigt haben mit dem Anhänger, also mit dem Tank befüllen, ich glaube, der Tankanhänger steht sogar noch auf dem Feld, oder? Steht er nicht noch bei Feld 109? Ich weiß gar nicht, ob ich den zurückgefahren habe am Hof. Auf jeden Fall, wenn das erledigt ist, dann muss ich eine Bretterpalette noch rüberfahren zum Palettenberg. Dass sie noch ein paar Leerpaletten produzieren, weil es fehlt Minimum eine Leerpalette von den Leerpaletten für die Blaubeeren. Und ich muss natürlich auch ein bisschen überwachen, dass der die richtige Anzahl mitnimmt und nicht zu viel. Jetzt muss ich natürlich erstmal die Frage, wo der Anhänger steht. Feld 109 steht oder im Hof. Ich gucke erstmal auf dem Hof, weil ich glaube eigentlich, dass er auf dem Feld steht. Bin mir aber absolut nicht mehr sicher, weil ich musste ja den Drescher auch betanken. Steht. Okay, Glück gehabt. Ob ich mit dem überhaupt fahren kann. Ich glaube, ich sollte mal einfach alle Fahrzeuge nach und nach durchtanken. Nicht, dass sowas nochmal passiert, dass irgendwo der Tank leer ist. Bin nämlich ein bisschen ungeschickt. So.
das erledigt, dann hole ich jetzt mal. Die Paletten kann das schön selber aufladen. Hole ich jetzt mal kurz noch eine Bretterpalette. Das Teil hier ist so wendig. Ich kann mal in die App rein. Geht ein bisschen schneller wie aufsteigen. Sehr okay. Interessant. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Palettenweitwurf. Jetzt muss ich gerade noch mal durchgucken, was jetzt Sache ist. Palettenproduktion. Da hätten wir drin noch 11. Wir hätten drin 20. Vierundzwanzig und 11 sind 36. 37. 38, 39, 40. Das müsste eigentlich genau ausgehen. Okay. Gut, dann haben wir das hier erstmal soweit erledigt. Finde ich passt. Gut, dann fahre ich wieder an den Hof und werde mir den Düngestreuer schnappen. Und die zwei Felder da mal düngen. Damit wir da auch wieder weitermachen können. Ich glaube, gerade zum Düngen ist der MB-Truck hier das perfekte Gefährt, würde ich fast behaupten. Das eine Feld muss ja auch tiefen lockern. Jetzt holen wir erstmal den Düngestreuer.
was drin. Dann warten wir erstmal auf. Mal gucken, was das für ein Gewicht ist, ob wir das Gewicht hier für den Dinger nehmen können. Aber ich glaube, das ist auch... Oh Gott, ein 2400er Gewicht, das kannst du nicht dran ballern. Da geht er ja kaputt. Wir probieren es einfach mal so. Ich glaube, das müsste eigentlich auch. Soll ich auf dem anderen mal anfangen? Ich glaube, ich fange auf dem anderen Feld an. Weil das muss man, das andere Feld, das muss dann noch vertiefenlockert werden und das hier nicht. Da würde theoretisch nur Kalk fehlen. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge. Wir fahren LS19 mit Reality. Und bis dahin.